aufregend. Also besonders der Berg hat mir besonders gut gefallen, Berg runter. Ist auch ein kleiner Adrenalinkick, wenn man dann den Fuß von der Bremse lösen sollte und einfach nur das Auto machen muss. Ja, dieses eigenständige Bremsen, also dass man komplett den Fuß von der Bremse lösen kann und der macht das einfach. Und man muss da vollstes Vertrauen in das Auto haben und in die Technik. Aber man hat gesehen, es klappt. Ja, ist auf jeden Fall mal eine besondere Erfahrung, das Auto so unter den extremen Bedingungen zu sehen, wie es reagiert. Und es hat in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen Überwindung gekostet, auch wenn es von außen vielleicht teilweise ein bisschen harmlos aussieht. Aber ja, es war auf jeden Fall mal schön zu sehen, wie so ein Auto reagiert unter den Bedingungen. Beeindruckend, also was das Auto alles kann. Vor allem, wenn man selbst fährt, ist das ein Gefühl noch angenehmer als Beifahrer. Und gerade dieser Berg ist schon beeindruckend, gerade wenn es, ich glaube, 80% geht es herunter. Wir spielen leicht das Auto, das macht. Jetzt habe ich schon gemerkt, wie viel in dem Auto steckt, wie viel das Auto alleine kann und ja, wie viel man da, glaube ich, als guter Fahrer vielleicht auch noch beisteuern kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, sag ich mal, Offroad mit denen zu fahren richtig Spaß macht. Und tatsächlich musste ich relativ wenig machen, damit das dann auch gut funktioniert.